Es war einmal. Peppa und Schorsch schauen sich Märchenbücher an. Guck mal, Schorsch. Die Geschichten hier drin sind richtig spannend. Da sind drei Feen und drei Bären, die nicht aufhören können, Brei zu essen. Und ein böser Wolf, der die Großmutter schnappen will. Oh. Keine Sorge, Schorsch. Märchen haben eigentlich immer ein gutes Ende. Ich wünschte, wir wären in einer Märchengeschichte. Peppa, Schorsch, wir müssen jetzt los. Erleben wir jetzt eine Märchengeschichte? Ja, wir fahren zu Oma und Opa Wutz zum Mittagessen. Aber das ist nicht märchenhaft. Doch, es gibt Kartoffeln. Können wir dann unsere Bilderbücher im Auto anschauen? Wir nehmen gar nicht das Auto, Peppa. Wir wollen lieber zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen? Den ganzen weiten Weg zum Haus von Oma und Opa? Ja, wir nehmen die Abkürzung durch den Park. Vielleicht leben dort ja auch Drachen und Feen. Davon weiß ich leider nichts. Es ist einfach ein schöner Spaziergang. Aber da ist gar nichts wie im Märchen. Vielleicht können wir ja etwas entdecken, wenn wir genau hinschauen. Familie Wutz ist im Park angekommen. Es fühlt sich aber gar nicht so an wie im Märchen. Ich weiß nicht genau. Ich fühle da etwas Märchenhaftes. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa ist beim Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, wir sind da. Hallo. Oh. Da ist Herr Wolf. Herr Wolf, was machen Sie hier? Ich kam gerade vorbei und wollte etwas essen. Hier gibt es immer so leckere Speisen. Ja, das Mittagessen ist soeben fertig geworden. Kommt herein. Hallo, Peppa. Hallo. Wendy ist auch bei Oma Wutz zum Mittag. Essen ist fertig. Hurra, Kartoffeln. Hoho, von Kartoffeln kann man wirklich niemals genug haben. Wendy, ich habe im Märchenwald ein richtiges Märchen erlebt. Oh, was ist denn ein Märchenwald? Da ist es so, als würde man in einem Märchen drin leben. Peppa liebt Märchen. Alle lieben Märchen. Ein neuer Tag in Peppas Spielgruppe beginnt. Guten Morgen, liebe Kinder. Wo ist Madame Gazelle? Hier bin ich. Oh! Ich habe nur eine Maske getragen. Sie sehen ganz anders aus. Ja, und heute bastelt ihr euch alle eine Maske. Hurra! Da drüben sind Bastelscheren und buntes Papier, Buntstifte und Wasserfarben, Federn, Pfeifenputzer, Knöpfe.
Töpfe, Pompons. Gibt es auch Glitzer? Kein Glitzer. Bitte, Madame Gazelle. Bitte, Madame Gazelle. Nein, ich bin froh, dass ich endlich die Glitzerreste vom letzten Mal beseitigt habe. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Sausia. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui! Oh, eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen, aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich Schorsch versteckt? Oh. Schorsch, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro, ich bin doch Super Pony. Oh, kommt Super Pony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Super Pony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Der Boomerang. Der Urlaub mit Katinka Känguru ist zu Ende. Wollt ihr Kinder nicht lieber im Garten spielen, solange wir packen? Okay, Mama. Dieser Urlaub ist der allerbeste. Es war so schön mit euch, Peppa. Ich wünschte, wir müssten nicht wieder nach Hause fahren. Sei nicht traurig. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Oh, ist es eine Banane? Nein. Sausi, ja? Nein. Es ist ein Ding. Ja, aber es ist nicht irgendein altes Ding. Es ist ein Boomerang. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück.
Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schasch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Werf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Ja, ich hab ihn! Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. 1, 2, 3, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig fest werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er. Da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Oh, daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Also, wir gehen da mal lieber, solange noch ein Fenster heil ist. Wieso? Jetzt will ich es auch mal probieren. Zeigen wir Ihren Gästen mal, wie man einen Boomerang schleudert. Danke, Herr Wallaby. Ach, keine Ursache. Dafür sind Nachbarn doch da. Also, der Trick ist, man muss den Boomerang mehr aufrecht werfen. Genau so. Oh. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Wurf. Da kommt er. Sehr gut, sieht gut aus. Oh nein, fangt ihn auf. Oh weh. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. So, wir sollten jetzt aber wirklich mal abhauen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Scheiben? Nee, kein Problem, Kumpel. Diesmal war es meine Schuld. Herr Wallaby ist wirklich ein sehr netter Nachbar. Man sieht sich. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo wart ihr denn? Ein bisschen Boomerang werfen, weißt du? Alle Fenster von Herrn Wallaby sind kaputt. Wir hatten viel Spaß. Stimmt's, Kinder? Ja! Es war sehr, sehr schön mit euch, Peppa. Wir fanden es auch toll. Hab ich recht, George? Vergiss dein Abschiedsgeschenk nicht. Oh ja, der Boomerang. Dankeschön. Komm bald mal wieder. Das mache ich. Genauso wie der Boomerang. Peppa hatte den besten Urlaub aller Zeiten bei Katinka Känguru. Der Hallenspielplatz. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh, ich habe hier einen Brief für George. Es ist eine Einladung zur Party von Linus Löffel. Klingt gut. Ich fahre George zur Party. Hauptsache, sie ist nicht wieder in diesem Hallenspielplatz. Da steht Hallenspielplatz. Oh. Papa kann den Hallenspielplatz überhaupt nicht leiden. Letztes Mal ist er stecken geblieben und ein Hubschrauber musste ihn retten kommen. Und die Feuerwehr und ein Kran. Ganz so schlimm war es aber nicht, Peppa. Es war nur ein Hubschrauber. Ich finde, Hallenspielplatz klingt gut. Ich werde dich dahin bringen, Schorsch. Alle kommen zur Party von Linus Löffel. Tschüss, ich hole dich dann später wieder ab. Sie können auch gerne drinnen warten, wenn Sie wollen. Im Hallenspielplatz bleiben? Nein, danke. Hallo, Sie können gerne hier warten, wenn Sie möchten. Bis später. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht hierbleiben wollen. Nein, ich bleibe. Wir Erwachsenen können doch wunderbar zusammensitzen, während die Kinder spielen. Oh, okay. Das ist der Hallenspielplatz. Hier ist alles schön bunt. Und die Kinder können auf Kissen hüpfen, an Seilen schwingen
sich durch Rollen quetschen, durch Röhren rutschen und spielen. Ist das nicht toll? Die Kinder haben hier wirklich so viel Spaß. Hoffentlich bekommen wir sie überhaupt wieder mit nach Hause. Die kleinen Kinder spielen den ganzen Nachmittag. Schluss für heute, Kinder. Das war eine lustige Party, findet ihr nicht? Ja! Hattet ihr auch alle Spaß? Ja! Und bestimmt seid ihr jetzt ganz müde. Nein! Oh, meine Güte, die kriegen wir dann niemals raus. Tja, da hilft leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück! Ich stecke fest. Hilfe! Keine Angst, ich komme schon. Ich bin fast da. Oh nein, ich stecke auch fest. Hilfe. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant. Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Ein Tag in Paris. Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz. Also Paris, wir kommen. Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah. Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama. Das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier, ich habe dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land ahoi! Die Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz, Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Jean de la Rue! Hallihallo! Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour! Bonjour, Elena! Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oho, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo,
Herr Rütz, sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wütz? Herr Wütz? Wo seid ihr denn bloß alle? Oh. Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Sie da sind, Frau Mümmel. Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole Sie da wieder runter. Oh, jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag. Kanalboot. Heute ist Captain Kleffs Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Papa Kleff. Dankeschön, alle miteinander. Papa, du siehst traurig aus. Ach, es ist nichts Schlimmes, Klausi. Aber wenn ich dieses Boot hier sehe, erinnert es mich daran, wie sehr ich das Meer vermisse. Captain Kleff liebt das Meer. Dann öffne doch dein Geburtstagsgeschenk. Es ist eine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt? Das ist genau das, was ich wollte. Und los! Es ist nirgendwo so schön wie auf einem Segelboot. Man kommt an die schönsten Strände mit so einem Boot. Wir könnten in die Südsee segeln, in die Antarktis aufbrechen oder sogar einen Wal sehen. Wir machen aber nur einen kleinen Ausflug. Das ist der Kanal. So, wo ist das Segelboot? Wir fahren auf diesem Kanalboot. Verstehe. Wir benutzen das Kanalboot, um zum Segelboot zu kommen. Nein, Papa Kleff. Wir benutzen dieses Boot für deine Geburtstagsfahrt und schippern damit den Kanal entlang. Aber auf einem Kanal fährt man nur hier lang oder da lang. Das macht Spaß. Komm schon, Papa. Es ist ein Boot. Ja, Klausi, du hast recht. Ein Boot auf dem Wasser. Alle an Bord. Oh, ich wollte das eigentlich sagen. Oh, entschuldige. Sag's nochmal. Alle an Bord! Die Segel setzen! Oh, wo sind denn die Segel? Kanalboote haben keine Segel. Drück einfach auf diesen Knopf, dann fährt das Boot los. Ah, danke schön, Mama Kleff. Und weg sind wir. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Guck mal da! Da vorne ist ein Berg! Und wir schippern jetzt dagegen!
nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Wir schippern mit dem Boot mitten durch den Berg. Dieses Kanalboot macht tatsächlich großen Spaß. Guckt, da kommt noch ein anderer Riesenberg. Und das bedeutet noch ein Tunnel. Diesmal nicht. Oh, da ist kein Tunnel. Und was sollen wir jetzt tun? Wir nehmen den Weg über den Berg. Ein Boot kann nicht den Berg rauffahren. Das ist völlig unmöglich. Ist es nicht, denn wir benutzen jetzt eine Schleuse. Passt auf, ich zeig's euch. Mama Clef öffnet die Schleusentore. Fahr das Boot rein, Captain. Wartet hier drinnen. Ich schließe die Schleusentore. Schaut mal, jetzt lasse ich das Wasser von oben reinlaufen. Wir fahren nach oben. Das steigende Wasser trägt das Boot nach oben. Und jetzt öffne ich diese Schleusentore. Weiter geht's, Captain. Volle Kraft voraus. Wow, wir sind gar nicht mehr am Boden. Wir fahren durch die Luft. Wir schippern über eine Brücke. Ja, auf dieser Brücke können wir ganz bequem das ganze tiefe Tal überqueren. Mit dem Kanalboot durch die Luft. Welches Abenteuer könnte das schon übertreffen? Wir fahren durch die Luft und unser Motor pufft. Trotzdem sind wir im Wasser. Wir fahren durch die Luft. Papa, hat dir der Tag Spaß gemacht? Der Tag war wundervoll. Wir sind durch die Berge, über die Hügel und durch die Luft geschippert. Das ist der beste Geburtstag von allen. Captain Clef liebt Kanalboote. Alle lieben Kanalboote. Kinderlieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir gemeinsam Kinderlieder singen. Oh! Wer von euch hat denn ein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingslied ist Lina hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren. Und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarz, schwarz, schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Das ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein.
Der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch. Und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Ja, der alte Graf von York, der hatte Männer 10. Die mussten jeden Tag ganz rauf auf den Berg und auch wieder runtergehen. Wann sie oben schrien sie, wir sind da. Wann sie unten schrien sie, wir sind hier. Und wenn sie nur auf der Hälfte waren, sind sie weder hier noch da. Ein gutes Training. Madame Gazelle, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingskinderlied? Natürlich habe ich eins, Pedro. Sollen wir das vielleicht alle gemeinsam singen? Ja, gerne! Alle nehmen sich an die Hand. Ringelrange Rose, hab Blumen in der Hose. Ein Taschentuch, ein Taschentuch, wir fallen alle um. Peppa liebt Kinderlieder. Alle lieben Kinderlieder. Wendy Wolf hat Geburtstag. Heute feiert Wendy Wolf ihren Geburtstag. Und sie hat alle ihre Freunde eingeladen. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Dankeschön, ihr alle. Herr Wolf bläst für die Party Luftballons auf. Erst huste ich, dann puste ich und dann blase ich die Ballons auf. Ich liebe Luftballons. Ich auch. Und ich. Alle mögen Luftballons. Los, kommt, wir tanzen. Die Ballons dürfen nicht auf den Boden fallen. Werft sie in die Luft. Das macht Spaß. Hier kommt Frau Wolf. Wer möchte Seifen blasen? Ich. Alles klar. Ich huste und ich puste und dann blas ich Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Sie sind ein bisschen wie Luftballons. Aber sie platzen, wenn man sie anfasst. Guck. Seht ihr, ich hab sie zerplatzt. Oh, alle Seifenblasen sind geplatzt. Wir machen einfach neue Seifenblasen. Wer will als erstes? Ich! Los geht's! Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf! Erst müsst ihr husten. Hust! Und dann müsst ihr pusten. Hust! Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guck mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Au! Wer war das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne?
damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Hurra! Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganz aus Stöckchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Häuser aus Stöckchen sind leicht umzublasen. Ich vergesse es immer wieder. Woraus besteht Ihr Haus, Papa Wutz? Es ist aus Ziegelsteinen gebaut. Nicht aus Stroh? Aus Steinen. Oh, natürlich. Das war eine tolle Party, Wendy. Ja, das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Au! Au! Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Der Fallschirmsprung. Es regnet und das Schuldach ist undicht. Mal wieder. Muh, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppeldi-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also, jetzt tropft es noch mehr. Da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama. Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh. Oh weh. Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz. Warte auf mich, Papa Wutz. Mama Wutz ist gesprungen. Sie will Papa Wutz retten. Hab dich. Oh, sie hat ihn. Hurra! Meine Mama ist die Beste. Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz. Oh, Papa Wutz, du rutschst mir weg. Herr Bulle hat das Dach fertig repariert.
Wunderbare Arbeit. Das hält die nächsten Jahre. Ich kann dich nicht halten. Oh, oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz? Alles gut. Gut, Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen. Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren. Oh, also gut. Ein Hoch auf Papa Wutz! Frau Mömmels Taxi. Peppa und Schorsch sind mit Mama Wutz beim Einkaufen. Ganz schön großer Einkauf. Das ist alles für Opa Wutz, weil Oma Wutz nämlich in den Urlaub fahren will. Oh, ich verstehe. Ganz schön großer Einkauf. Stand alles auf Oma Wutz Einkaufszettel. Wo ist das Auto? Ich bin nicht mit dem Auto hier. Ich wusste ja nicht, dass ihr so viel einkauft. Oh, dann rufe ich uns ein Taxi. Hallo, Taxizentrale. Ich schicke Ihnen sofort einen Wagen. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz raus. Bin gleich wieder da. Ihr Taxi ist da. Wohin soll's denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage. Kaufen dies, kaufen das. Ständig einkaufen. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha. Stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto, da wo Sie... Oma Wutz verreist für ein paar Tage. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? Hallo. Können Sie uns bitte vom Flughafen abholen kommen? Vom Flughafen? Okidoki. Stopp! Hallo, Herr Bulle. Reißen Sie die Straße auf? Nein, eigentlich sollte ich den Flughafen aufreißen. Aber mein Lastwagen ist kaputt. Ich fahre gerade zum Flughafen. Springen Sie rein. Haben Sie Gepäck dabei? Nur den Sand. Frau Mümmels Taxi ist voller Sand. Tschüss, Boss. Hallo, Boss. Hallo, Leute, hier ist der Sand. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Hallo, Frau Mümmel, bringen Sie uns heim? Okidoki. So, bitte sehr, das war meine letzte Fahrt für heute. Jetzt fahren Sie nach Hause und ruhen sich aus. Ha, schön, wie es Papa Wutz. Tut mir leid, dass Sie warten mussten.
Es ist eben ein ganz normaler Arbeitstag für Frau Mümmel. Das Miniland. Mama und Papa Wutz machen mit Peppa, Schorsch und Luzi einen Ausflug ins Miniland. Papa, was ist das Miniland? Es ist genau wie in unserer echten Welt, Peppa. Nur ist dort alles mini-klein. Es ist lehrreich und macht wirklich Spaß. Ist es echt? Auch mit echten kleinen Menschen, die da drin leben? Nein, so kleine Leute gibt's nicht. Wenn in dem Land alles mini-mini-klein ist, dann sind wir ja Riesen. Und wir dann so, hallo, ihr mini-kleinen Leute. Und die dann so, ah, Riesen. Wann sind wir denn endlich da? Stopp! Was ist denn hier los, Herr Bulle? Alles ist bestens, Mama Wutz. Wir reißen hier nur die Straße auf. Ah. Wie lange wird das dauern? Genau so lange, wie es eben dauert. Aber wir wollten doch heute ins Miniland. Oh, ich mag das Miniland. Dort ist alles so mini und so lehrreich. Das ist wichtig. Weiterfahren. Dankeschön, Herr Bulle. Dankeschön. Stopp! Die anderen durften durch. Aber die fahren ja auch ins Miniland. Das ist wichtig. Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden. Das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frau Mümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Aha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Da sind Sie ja schon wieder, Frau Mümmel, als Lokführerin. Volle Kraft voraus! Und wohin geht's als nächstes? In unser modernes Miniland. Klicketi-klack, klicketi-kluck, auf Schiene fährt der Zug. Tuff, 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 klicketi-klicketi-klack. Hier ist es genauso wie bei uns zu Hause. Ja, es gibt Häuser und Autos und Hügel und Bäume. Und Züge, Flugzeuge und Boote. Ja, hier ist was los. 24 Stunden ohne Pause. Oh, es ist kaputt. Nein, ist es nicht. Schaut mal da. Es ist ein kleiner Herr Bulle, der die Straße aufreißt. Das hat er auch gemacht, als wir hergefahren sind. Im Miniland ist alles so wie in der richtigen Welt. Bis ins kleinste Detail. Wir reißen hier die Straße auf. Das Buch von Mama Wutz. Mama Wutz arbeitet am Computer. Mama, können wir das lustige Hühnchen auf dem Computer spielen? Im Moment nicht, Peppa. Ich muss dringend mit dem Buch fertig werden, an dem ich gerade schreibe. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen?
Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh. Können Sie sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern? Ja. Dann erzählen Sie uns den Rest. Gute Idee. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper-Zwiebel. Er wollte am liebsten alle anderen zum Lachen bringen, aber stattdessen brachte er sie zum Weinen, weil er eine Zwiebel war. Was für ein wunderschönes, trauriges Ende. Oh nein, Madame Gazelle, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Oh, ich verstehe. Fahren Sie fort. Kaspar Zwiebel sagte, ich ziehe in die Welt hinaus und lerne, wie man lustig ist. Er traf eine Tomate und die Tomate sagte, setz einen lustigen Hut auf. Aber die Leute weinten immer noch. Er traf eine Banane, die sagte, zieh ein paar lustige Schuhe an. Aber die Leute weinten immer noch. Kaspar Zwiebel wollte schon aufgeben, da flüsterte ihm eine Ananas ins Ohr. Was könnte die Ananas wohl gesagt haben? Setz eine lustige rote Nase auf. Trag eine lila Perücke. Das ist gut. Aber in Wirklichkeit sagte die Ananas, mach doch was Lustiges, Kaspar Zwiebel. Kaspar Zwiebel machte was Lustiges und alle lachten. Sie lachten und lachten und lachten. Das war's. Ganz herrlich. Ich glaube, das hat uns doch allen gefallen. Die Eltern sind gekommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich war gerade im Buchladen, Mama Wutz. Da stehen überall ihre Bücher. Was genau meinen Sie mit 4, 5, 3, 9, 6, 7? Also, ehrlich gesagt... Das Ende muss man wohl entschlüsseln. Ja, ja, sehr modern. Sehr gut gemacht, Mama Wutz. Dankeschön. Die Eltern lieben das Buch von Mama Wutz. Die Kinder lieben das Buch von Mama Wutz. Alle lieben das Buch von Mama Wutz. Wenn ich groß bin. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute werden wir darüber sprechen, was ihr alle gerne werden wollt, wenn ihr einmal groß seid. Oh. Ihr könnt euch dafür auch gern Sachen aus der Verkleidungskiste nehmen. Madame Gazelle, ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Nicht schlimm, Peppa. Du hast noch viel Zeit, um darüber nachzudenken. Okay. Wenn ich groß bin, möchte ich Königin sein. Dann kann ich allen sagen, was sie tun sollen. Verstehe. Ich glaube, ich wäre wohl gerne eine Lehrerin. Was gefällt dir denn am besten daran, eine Lehrerin zu sein, Emily? Den Leuten zu sagen, was sie tun sollen.
Okay. Ich möchte gern Polizist werden, wenn ich mal groß bin. Polizisten fahren Autos mit Blaulicht obendrauf. Na, ni, na, ni, na, Dankeschön, Freddy. Na, ni. Was magst du denn noch gern daran, Polizist zu sein? Die sagen den Leuten, was sie tun sollen. Richtig. Ich wäre gerne Ärztin oder Krankenschwester. Und was magst du genau an diesen Berufen, Luzi? Kranken Leuten zu helfen, dass es ihnen wieder besser geht. Großartig. Und sie sagen den Leuten, was sie tun sollen. Ja, nicht in allen Berufen sagt man den Leuten, was sie tun sollen. Oh. Es gibt ja eine Menge anderer Berufe wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Schriftsteller. Wenn ich groß bin, will ich ein Pirat werden. Harr. Bei Piraten ist immer was los. Und sie machen Yo, ho, ho. Ja, ich weiß nur nicht genau, ob Pirat wirklich als ein Beruf zählen kann. Entweder ein Pirat oder ein Bauer. Oh ja, ein Bauer zu sein ist viel besser. Du würdest anbauen, ernten und für uns alle Nahrung herstellen. Und dann sage ich noch allen Tieren, was sie tun sollen. Fein. Ich werde später Superheld Pedro. Als echter Superheld hast du ganz große Aufgaben. Du musst schneller rennen als die Bahn, auf hohe Gebäude hinaufspringen und... Ich wollte eigentlich nicht alle Superheldenaufgaben erledigen. Ich will nur allen Leuten sagen, was sie tun sollen. Ja, natürlich. Die Spielgruppe ist zu Ende. Die Eltern kommen, um die Kinder abzuholen. Hallo, meine kleinen Schweinchen. Erzählt mal, was habt ihr heute in der Spielgruppe gelernt? Madame Gazelle hat gefragt, was wir sein wollen, wenn wir groß sind. Das klingt ja nett. Nicht wirklich, Mama. Alle anderen wissen schon, was sie mal werden wollen. Nur ich habe keine Ahnung. Weißt du denn schon, was du mal werden willst, wenn du groß bist, George? Claudia. George möchte ein Dinosaurier werden, wenn er groß ist. Da hörst du's. Keine Sorge, Pepper. Du hast jede Menge Zeit zu entscheiden, was du mal werden willst. Okay. Was tust du denn so, Mami? Ich arbeite an meinem Computer. Und sagst du auch den Leuten, was sie tun sollen? Nein. Also dann ist die Arbeit nicht gut. Es ist Schlafenszeit für Pepper und George. Was arbeitest denn du, Papa? Ich könnte es dir erzählen, Pepper, aber ich fürchte, es wird ein bisschen zu öde. Das wird's nicht, Papa. Bitte sag mir, bitte. Einverstanden. Ich entwickle Funktionsstrategien zur Herstellung materieller Objekte, einfach gesagt. Magst du deine Arbeit, Papa? Ich mag sie, aber das würde nicht jeder. Jeder ist anders, Pepper. Was kann ich denn nur werden? Denke an etwas, das du gerne tust. Ich liebe es, in Matschepfützen herumzuspringen. Da gibt's wohl nicht allzu viele Berufe. Ich will berühmt werden dafür, wie ich in Matschepfützen springe. Ich wäre gern dafür berühmt, dass ich so einen dicken Bauch habe, Pepper, aber das wird niemals passieren. Aber ich bin sehr gut im Pfützenspringen. Ja. Das glaube ich dir gern. Wenn ich mal groß bin, dann will ich allen Leuten auf der Welt zeigen, wie man in Matschepfützen springt. Das scheint mir eine richtig gute Idee zu sein. Gute Nacht, Pepper. Gute Nacht, George. Gute Nacht. Pepper und George schlafen schnell ein und träumen von Dinosauriern und Matschepfützen. Der Weihnachtsmann. Bald ist Weihnachten. Pepper und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wir wollen heute ein Weihnachtsspiel einüben. Hurra! Klausi Kleff spielt den Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Wendy Wolf spielt einen Elf. Oh, supi! Ich möchte gerne die Weihnachtsfee spielen. Dann spielst du die Weihnachtsfee, Pepper. Ich will die Krankenschwester sein. Aber im Weihnachtstheater spielt gar keine Krankenschwester mit. Und wenn dabei einer krank wird, was dann? Du hast recht, dann spielt Luzi eben die Krankenschwester. Ich will gerne ein Schneeflöckchen. Okay. Also, jetzt könnt ihr alle eure Rollen üben. Am nächsten Tag sind Pepper und ihre Familie im Supermarkt. Papa, da ist der Weihnachtsmann. Dann geh doch mal zu ihm hin und sag ihm Hallo. Hallo, ich bin es, Pepper Wutz. Hallo, Pepper. Freust du dich denn auch schon aufs Weihnachtsfest? Oh ja, und wir führen auch ein Weihnachtsspiel auf.
Ich bin die Weihnachtsfee, Luzi ist eine Krankenschwester und Klausi spielt dich. Ho, ho, ho. Kommst du denn zu unserer Aufführung? Es ist leider so, dass ich in dieser Jahreszeit sehr beschäftigt bin. Ach, bitte. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Peppa und ihre Freunde hängen Weihnachtsschmuck auf. Der Weihnachtsmann schaut sich unsere Aufführung an. Woher weißt du das? Weil er es mir im Supermarkt gesagt hat. Ich habe ihn im Blumenladen getroffen. Da hat er mir das nicht gesagt. Ich habe ihn im Baumarkt getroffen. Mir hat er auch nichts gesagt. Oh! Peppa und ihre Familie sind zum Weihnachtsbaummarkt gefahren. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut. Und du kommst doch zu der Aufführung? Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich. Ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh, supi! Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag ah. Ah. Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah. Zeigst du uns den Schlitten mal? Also, Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen. Boah. Der ist aber schön, der Schlitten. Macht es Spaß, damit zu fahren? Steigt ein, dann zeige ich's euch. Warum nicht? Eine Schlittenfahrt auf dem Parkplatz? Und jetzt bitte festhalten. Achtung, fertig! Los! Das ist ja fantastisch! Das kann ich jetzt nicht glauben. Wir fliegen. Geht es noch schneller? Festhalten! Jetzt kommt ein Looping! Das war richtig toll! Ja. Frohe Weihnachten euch allen! Ho, ho, ho!